Simone Thomalla schwebt im Liebesglück. Beim Charity-Event Tribute to Bambi Anfang Oktober zeigt sie sich zusammen mit ihrem neuen Freund Nicolino Hermano zum ersten Mal ganz offiziell in der Öffentlichkeit. Einer ihrer engsten Freunde ist Sven Martinek. Der Schauspieler war von 1995 bis 1999 selbst mit Simone zusammen. Heute verbindet die beiden eine tiefe Freundschaft, wie er uns im Interview mit bunte.de auf der McDonald's Benefizgala in München erzählt. Wenn eine Liebe vorbeigeht, heißt es ja noch nicht, dass dann alles vorbei sein muss. Und das haben wir ganz gut hinbekommen, weil wir einfach aus der Liebe ist einfach eine tiefe Freundschaft entstanden. Ohne irgendwelche Ansprüche oder sonst irgendwas. Und das kann man, glaube ich, ganz gut hinkriegen, wenn man mal von bestimmten Dingen einfach loslässt. Auch ihren neuen Freund hat Simone Sven schon vorgestellt. Natürlich habe ich den schon kennengelernt. Den habe ich genauso kennengelernt, wie ich auch Silvio kennengelernt hatte. Natürlich. Und ich freue mich einfach, dass sie glücklich ist. Das ist die Hauptsache. Ich freue mich immer, wenn meine Freunde glücklich sind. Auch Sven Martinek selbst hat seit 2018 sein Liebesglück gefunden. Auch wenn er diesmal alleine auf dem roten Teppich erscheint, ist mit seiner Bianca alles in Ordnung, wie er uns verrät. Ich bin ja nach wie vor mit Bianca zusammen und wir sind auch sehr glücklich. Und das ist doch die Hauptsache.